Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sekiro Shadows Die Twice. Wir sind hier beim letzten Mal etwas unglücklich gestorben. Und ich hoffe, das kriegen wir diesmal jetzt besser hin. Komm her, du. Oh. Habt ihr nicht gesehen? Jetzt habe ich alle alarmiert, wa? Ihn nicht mehr. Müsste man eigentlich hier durchrennen können, oder? Ja. Weil, was sollen wir uns da mit dem Kruppzeug noch rumschlagen? Ziehen wir uns hier nochmal hoch. Hier war ja offen. Euch brauche ich nicht lauschen. Macht dein Kollegen jetzt alle. Und dann dich. Und dann wechseln wir mal auf die neue Axt. Komm her. Wir den schon mal. Oh. Wollte ich nicht. Fuck. Ich will nur dich. Was lädt sich da gerade mit Zeit auf? Das interessiert mich mal. Oh, wir haben direkt 5 Aufladungen davon. So, komm, dann trinken wir doch eine. Ich frage mich, was diese rosanen Zeichen dort sind. Also das eine, ja, das ist unsere Wiederbelebung. Das andere weiß ich nicht. Okay, das ist ja simpel. Guck mal her hier. Bin da. Noch Fragen, mein Freund? Gib mir all euer Geld. So. Den können wir von hier aus platt machen. Aber die beiden nicht. Müssen wir eben ein Stückchen wegrennen. So. Drei Kügelchen haben wir noch. Sind wir bei dem einen noch im Visier? Weiß nicht, kann ich nicht abschätzen. Hä? So. Jetzt auf jeden Fall nicht mehr. So. Gehen wir mal hier hinten runter.
Diesmal werden wir ihn wieder von hinten halt machen. Der eine hat uns gesehen, das meine ich doch. Ja, komm her. Oh, daneben, du Idiot! So, und jetzt haben wir gleich den Kampf mit dem anderen. Wir haben auch schon wieder ein Fertigkeitspunkt voll. Ich sag jetzt mal, ein Level Up haben wir dabei. So. Jetzt würde ich mich gleich nochmal mit ihm anlegen. Ich weiß bloß nicht, ob das so gut ist, während der andere da oben noch ist. Das ist ein Bogenschütze, oder? Ich glaube schon. Kommen wir da irgendwie an der Seite hoch. Ohne, dass wir von ihm hier entdeckt werden. Sieht so aus, oder? Okay, das hat geklappt. Interessant auf jeden Fall. So, dem kommen wir nicht vorbei, wenn wir da nicht... Dreht er sich jetzt um? Ne, der bleibt nicht. So. So, jetzt gucken wir mal. Ah, Mist. Das war falsch gedacht. Nein! Mist! So ein elender Mist. Das habe ich mir anders vorgestellt. So. Was? Ah, Mist. Nein! Verdammt! Schon wieder tot. Ja, ist ja elend. Wie machen wir den am besten? Hier einfach hoch, ne? So. Dann einfach wieder hier lang, so drüber, darüber, hier hoch, darüber. Gehen wir doch mal durch den Wald.
Wer weiß, was ich... Oh, hier liegt einfach nur was. Verhüllte Jesus-Statue. Kleines Buddha-Abbild in roten Stoff. Im Gebet zwischen den Händen gehalten, stellt es eine Einheit Auferstehungsmacht wieder her. Das Einhüllen einer Jesus-Statue besteht für elterliche Liebe. Der schützende Stoff soll sicherstellen, dass das kleine Wesen ein friedliches Leben hat. Verhüllte Jitsu-Statue, okay. Inventar. 1 von 1. Kleines Buddha-Abbild in Stoff. Geht zwischen den Händen gehalten, stellt es eine Einheit Auferstehungsmacht wieder her. Das Einhüllen einer Jitsu-Statue steht völlig in. Ah. Einfach benutzen? Nee. Das mache ich jetzt nicht. Da liegt noch was. Okay, wir können hier Bambus nicht abholzen. Aber sehen ganz genau, dass da auch noch was ist. Da kommen wir dann wahrscheinlich irgendwie von einer anderen Seite ran. Interessieren, wo diese andere Seite ist. Den lassen wir uns jetzt nicht sehen. Wolltest du schicken. Hochklettern. Das würde mich mal interessieren. Kann man jetzt hier einfach dort entlang? Sieht so aus. So, komm her. So. So, das ging ja schnell. Schon mal sehr gut. Ich weiß, man wird ein bisschen nachlässig, wenn man schon ein paar Mal in den jeweiligen Abschnitten gewesen ist. Aber es macht nichts. So. Ach komm! Warum sollte ich hier runterholen? Ich weiß es nicht. Die andere Frage ist, warum nicht? Können ja auch im Wasser schwimmen, also. So, Präsenz unterdrückt, würde ich jetzt mal behaupten. Okay, ihr habt nichts gesehen. Ist auch interessant. Das ist auch interessant. So, jetzt trinken wir mal eben was. Dann stellen wir uns diesen jungen Köter hier. So. Nicht so geil, ne? Ciao. Lululu. So, und jetzt überlegen wir uns, was wir machen. Auf jeden Fall mit ihm kämpfen. Alter! Ich dachte, ich hätte die Abwehr gemacht. Was?
Genau. Willst du mich verarschen? So. Schnell mal eben Kügelchen essen. Das habe ich mir anders vorgestellt. Nein, das... Oh Gott. Ist das elend. Nein, das... Da ist es schon wieder vorbei. Ah, ist der Kampf fies, ey. Der Kampf ist richtig fies. Wie macht man das denn am besten? Man kann nichts von ihm blocken. Also Stiche kann man nicht blocken. Göttliche Hilfe, okay. Was auch immer das jetzt bedeuten soll. Göttliche Hilfe. Die Hälfte der Fertigkeitserfahrung und Zen gehen beim Tod verloren. Aber in seltenen Fällen lässt sich dies verhindern. Die göttliche Hilfe der Gottheiten und Buddhas kann dich vor dem Verlust bewahren. Die Chance auf göttliche Hilfe findest du im Pausenmenü. Pausenmenü öffnen. Chance auf göttliche Hilfe? 30%, okay. Das müsste ich mir mal eben angucken mit der Buddha-Statue. Können wir das hier vorne vielleicht an dem Schrein, an dem Teil machen? So. Erstmal eben rasten. Körpermerkmale können wir nicht verbessern. Rennen und gleiten. Weiß nicht. Wirbelhieb. Auch nicht. Das hier interessiert mich ja echt, ne? Das hier war das. Okay. So, dann probieren wir es noch einmal. Kurz gucken. Oh, war das ein toller Hieb. Guck mal, den hier. Der war doch viel schöner, oder? Und jetzt du. Kannst du haben. So, ohne Energieverlust. Money eingesammelt. Super. Warte mal. Das probiere ich jetzt mal anders. Gucken, ob das auch geht. Wenn wir erst den Bogenschützen hier platt machen. Jetzt muss ich aber wieder gucken, dass er dort weggeht. Okay. Nee, das hat nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Wer sieht mich jetzt alles? Ach shit! Er auch! Yeah.
verratet mir nicht. So. Also das war blöd. Das hat der eine gesehen und dann dem anderen auch noch mitgeteilt. Das war sehr blöde. Bedeutet jetzt erstmal ihn hier. Gar nicht lange fackeln. Ihm hinterher. Da wir aber keine andere Möglichkeit haben. Gehen wir erstmal hier weiter. Was haben wir denn da eigentlich? Kügelchen nochmal. Okay. Ah, Mist! Volt beiseite! Nein! Gibt's doch nicht! Ernsthaft? Scheiß Rumgepieke da, ey! Genau! Richtig. Warum nicht? Ja. Echt jetzt? Boah. Vielleicht ist er auch einfach noch zu stark für uns und wir sollen hier in dem Sinne noch gar nicht weitergehen, sondern erstmal einen anderen Weg entlang. Aber...